Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 mit den mächtigen Tiermenschen. Wir müssten das Spiel zwar nicht selbst spielen, aber ich finde gegen Leon Kerr, ich mag den Charakter sehr, werden wir mal selbst ins Geschehen angreifen. Also 27 Winde der Magie, das klingt eigentlich ganz gut. 27 Punkte. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir, und das ist ja die Besonderheit daran, haben wir mit allen Einheiten oder so gut wie allen Einheiten eine Vorhutsaufstellung, oder? Lass mal eben gucken, Minotauren. Ja. Ja. Das ist gut. Die Monster leider nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Dann würde ich vorschlagen, du stellst dich mal bitte hier oben hin. Und zwar so in die Richtung. Ich könnte nämlich wetten, dass er da oben sich auf der Anhöhe hochgeschlichen hat und dort auf uns wartet. Die Hunde. Oh, haben auch keine. Das ist aber eine fiese Sache. Die Helden ist nicht so schlimm. Die Monster an für sich auch nicht. Und ihr kommt zu den Hunden. Gefecht starten. Nee, er ist sogar genau vor uns. Er hätte das geahnt. Der Feind führt mächtiges Kriegsgerät in die Schlacht. Ja, haben wir schon gesehen. Hau da doch direkt mal bitte den Fluch drauf. Dass die nicht gut treffen, wenn ich das mal so sagen darf. Alle da, dann alle mal vorlaufen. Und dann gucken wir doch mal, ob wir Leon Kerr hier nicht ruckzuck niedertrampeln können. Die versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, es ist halb so wild. Die Minotauren kriegen natürlich jetzt ein bisschen auf die Nuss. Aber das ist noch alles im grünen Bereich. Wir schicken natürlich die Nahkämpfer in den Nahkampf. Die Minotauren werden natürlich hier mit den Landsknechten einen kurzen Prozess machen. Wie es sich gehört, gegen große Einheiten. Den Grindelack werden wir hier vorne mit reinschmeißen. Und da kommt auch schon Leon Kerr. Dem werden wir natürlich direkt mit den Helden einen kleinen Besuch abstatten. Außer der Schamanen. Der Schamane kommt hier rüber, bitte. Du wirst Leon Kerr bitte einmal verfluchen. Dankeschön. Du wirst den Truppen hier einen kleinen Buff geben. Achso, okay. Ja gut, dann. Das sind natürlich jetzt eklige Zauber, die wir hier ins Gesicht bekommen. Aber das sollte schon passen. So, wie ich es mir eigentlich gedacht habe, sobald die Truppen halt einmal drin sind, sieht das auch gar nicht mehr so schlimm aus. Ja, das sieht gut aus. Oh, schaut euch diese wunderschöne Kreatur an, ne? Dieser Grindelack, das ist halt, das ist alles in Zeitlupe, um das mal richtig schön genießen zu dürfen. Das gefällt, ne? Das macht dann Spaß, wenn man das sieht. So, wir müssen nur eben kurz gucken, dass wir euch daraus lösen. Wir geben euch direkt mal eben die 1. So, die Einheiten fliehen schon, wie es sich gehört. Unterstützungsspezialist. So, Leon Kerr ist gleich schon Geschichte. Deine Einheit wurde leider ausgelöscht. Und dann müssen wir. Jo, da. Den Paladin bitte holen. Den Paladin. Also wenn das ein knapper Sieg gewesen ist, keine Ahnung. Dann okay.
Ein entscheidender Sieg. Ja, eine Einheit wurde halt ausgelöscht. Das ist ja, glaube ich, das böse Vernichten. Das müsste der Zauber sein oder so etwas in der Art. Das ist dann schon ein bisschen fies. Wir werden plündern und niederreißen. Und wir kriegen einen erhöhten Angriffsbonus und Rekrutierungskosten für Kavallerie, Armee des Kommandanten. Sehr schön. Im Kampf getötet. Energiereserve der Winde der Magie. Und wir kriegen eine kreischende Klinge. Die kreischende Klinge ist natürlich eine sehr, sehr schöne Waffe. Angst und Schrecken mit allem drum und dran. Dann werdet ihr bitte einmal in die Lagerstellung hinübergehen. Und jetzt müssten wir alles haben, was wir wollen. Korrekt? Korrekt. Ich wollte mal eben kurz gucken. Die Chaoskunde, ja, die Chaoshunde, die Gnagor-Herden und die Harpien kriegen hier einen Bonus. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir, weil wir hier auch den Bonus haben, auch hier einen weiteren Bonus mitnehmen und das genauso spielen. Obwohl ich sagen muss, nein, eigentlich nicht. Wir werden hier uns auch für die Minotauren entscheiden in der Armee von Kazak. Und das, glaube ich, wird dann auch schon gut gehen. So, Rang 17. Du hattest jetzt alle wichtigen Zauberer. Das hast du da auch. Du kriegst noch den Streitwagen mit dabei. Sehr schön. Wir werden, weil wir das Geld haben, dich auch ausbauen, weil dann ist die Armee nämlich hier auch fertig und werden dann in der nächsten Runde natürlich gucken, dass wir Lioness. Lioness ist auch noch in Reichweite und die 10 Punkte holen. Da wir eine Einheit verloren haben, das war eine Kavallerieeinheit, müssen wir mal eben gucken, was wir als nächstes mit dazu nehmen. Wir haben gar nicht so viele Optionen. Ich glaube, wir werden einfach noch einen Grindalack dazu nehmen. Ich finde diese monströse Bestie ziemlich, ziemlich cool. Du bist am Belagern. Du hast schon gekämpft und bist fertig. Dich haben wir auch schon bewegt und bist fertig. Wir sind mit denen jetzt im Krieg, ne? Das passt aber. Chaos-Korruption oder der bestialische Zorn. Ich bin für Chaos-Korruption. Endlose Herden. Verstärkung, bestialische Tendenz. Verwundet, ein Häuptling. Ich glaube es ja nicht. Skandalös. Das ist sehr, sehr schade, dass wir jetzt hier einen verloren haben. Aber nächste Runde, du hast schon Alissana dazugeholt, erleidest du Verschleiß und dann wird auch die uralte Stadt Quintex nämlich dann fallen. Ach, immer dasselbe, ne? Aufbegehren, dann wirst du bitte die Hexenhalle... Oh, ich dachte es mir schon, ich dachte es mir schon. Nee, zieh dich mal bitte zurück. Zählt das jetzt schon als Malus, weil wir uns zurückgezogen haben? Nein, zum Glück nicht. Okay. Du wirst weiter plündern. Wir werden uns erst die Schlucht holen. Und Kazak. Kazak. Du gehst bitte auch eine Runde in Plünderstellung. Dann kannst du nochmal die Runde regenerieren. Und dann werden wir uns Lioness holen. Das wäre das nächste Ziel. Der Rest sieht soweit ganz gut aus. Ich hoffe nur, dass hier... Mit wem bist du denn gerade im Krieg? Mit keinem von denen hier, die wir sehen. Okay, das sieht gut aus. Werden wir nämlich dann direkt weiterziehen. 86 Punkte. Das ist nicht schlecht, ne? Wenn wir überlegen, wir kriegen jetzt gleich... Gehen wir auf die 90, wir gehen auf die 100 Punkte zu. Und dann haben wir nochmal 20 Punkte hier oben im Norden und im Süden. Das können wir wahrscheinlich uns aus dem Kopf schlagen. Das ist sehr, sehr cool. Und die eigentlich müsste das Chaos kommen. Eigentlich.
Die Randale endet erneut. Ja, das ist okay. Das darf sie auch. Also, dann werden wir hier kurz einen Prozess machen mit Lioness. Das sollte keine Kunst sein. Wir werden uns hier die fast 10.000 Gold holen. Im Kampf gegen die Menschen kriegen wir mehr Führerschaft. Da darf es die Runde auch rasten. Wir nehmen die Minotauren mit. Du hast alles Wichtige. Du kannst auch Wundschläger schon mal als erstes mitnehmen. Spielt eigentlich nie eine Rolle, in welcher Rangfolge man das hier mitnimmt. Ich bin da nicht so am Min-Maxen. Hauptsache, wir nehmen es mit. Die Schattenhaut. Ich mag halt die Defensive mehr als die Offensive. Und dann sieht das hier schon mal ganz gut aus. Taurok sollte jetzt für den Verschleiß gesorgt haben in Quintex. Und damit sollte das hier auch gar kein Thema sein. Was mir sehr gefällt für 17.000 Gold. Wir kriegen einen Heiltrank. Dann darfst auch du Lagerstellung benutzen. Armee blockieren. Nimm's bitte verwunden mit. Das wäre noch von Interesse für einen Helden. Ja, du hast wirklich alles voll. Dickhäutigkeit. Und dann dürfen wir bei dir... Ach, du bist auch schon fertig ausgebaut. Das ist natürlich schon stark. Ist halt jetzt schade, dass wir warten müssen. Ne? Das ist ein bisschen doof, dass wir warten müssen. So, dann einmal zu dir. Du wirst dir hier die Schlucht holen. Wir müssen mal eben gucken. Die Rüstung für die Einheit würde ich vorschlagen. Nehmen wir dich. Vogelscheuchenbanner können wir dich nehmen. Die Armee von ihm ist noch nicht so ausgewogen, wie ich sie gerne hätte. Ne? Ich meine, die Chaosbrut ist eine sehr starke Einheit, aber auch noch nicht alles. Energiereserve der Winde der Magie und wirst dich dann auch hier verstecken. In der Hoffnung, dass auch gleich der nächste kommt. Du nimmst bitte vom Bösen gesegnet mit. Wir wollen ja auch erst den Blitzschlag haben. Tödliche Klinge mitnehmen. Wir könnten dir den Heiltrank geben. Eine Rüstung oder eine Waffe hatten wir jetzt nicht gefunden. Und den Rest leider auch noch nicht. Wir müssen halt aufpassen, warum wir eigentlich so schlechte Chancen haben. Gerade gegen die Armee ist halt, wir haben eine Menge Chaosbrut. Und ja, mit Schild gegen große Feinde und Ansturmabwehren gegen große Feinde ist selbsterklärend, ne? Dass wir da schlechtere Karten haben. Aber da müssen wir mal schauen, das werden wir schon noch hinkriegen. Du darfst natürlich, und ich bitte auch darum, deine Gebäude verbessern. Und du darfst auch direkt ein Spezialgebäude mitnehmen und das andere direkt mit dabei. Den Schamanen auch. Die auch. Dann ist das Geld schon fast komplett weg. Und dann sieht das wieder ganz gut aus. Machen wir doch nicht, oder? Wollen wir erst Kommandant Helden 1500? Ja, ne? Ja. Wir nehmen uns die Zeit. Die Schlacht von der Eisenfelsschlucht. So ist es. Wir haben keine Winde der Magie wegen dem bösen Perk. Wir werden direkt mit der Aufstellung starten. Oh, ist das grell. Warum blendet das denn so heftig? Wir haben eine Vorhutsaufstellung. Wir müssen mal eben gucken, wie nah kommen wir denn. Wir würden bis hier vorne hinkommen. Die Chaosbrut hat das noch nicht, ne? Das ist nämlich die große Problematik. Das heißt, wir werden uns erstmal hier schön im Wald verstecken.
Der Rest ist versteckt. Und dann schauen wir mal, was er denn so vorhat. Ich glaube, dass er uns nicht angreift. Wir müssen rauskommen, ne? Der kommt nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann seid ihr die 1, ihr seid die 2. Wir müssen da halt reinlaufen. Anders haben wir keine andere große Wahl. Tut mir leid, das hat hier gerade so ein bisschen blendet, aber so ist es halt nun mal. Wir werden uns auch hier direkt auf eine Seite konzentrieren, nicht auf zwei Seiten. Monströse Infanterie, Vielfräße mit Ogerpistolen. Na gut. Der Schamane wird die 4, der bleibt auch weiter hinten stehen. 20 Punkte haben wir schon. Gut, dann werden wir uns hier mal durch diesen engen Pass quetschen. Und hier eine wunderschöne Schlacht haben. Was mir sehr gut gefällt, ist nicht nur das Charakterdesign. Also ich meine, so eine Chaosbrut ist ja absolut widerlich. Das ist, so ehrlich muss man ja sein. Aber diese Einheiten sind unerschütterlich. Das heißt, die ziehen sich nie zurück. Also die kämpfen bis zum Tod. Das finde ich, haben sie sehr, sehr cool gemacht. Das haben sie sehr, sehr cool gemacht. Und von daher wird das schon funktionieren. Wir werden mal eben kurz hier in die Pausenoption gehen, weil ich gerne den Ansturmbonus hätte für alle Einheiten. Na gut, monströse Infanterie. Das ist okay, die können wir auch direkt schnetzeln, wenn wir möchten, mit allen Helden. Die zieht sich jetzt nochmal zurück, das ist unfair. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt noch die Einheiten. Die haben einen sehr gewaltigen Ansturmbonus. Den sollten wir auch nutzen, damit wir hier für richtig viel Chaos und Schaden sorgen können. Und dann sollte das passen. Sobald der Held drinne ist, sieht das auch richtig schön aus. Auf den Oger bitte. Er hat das Opal-Amulett. Das heißt, er kriegt nochmal eine Schadensresistenz. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie gut das funktioniert, ne? Das ist halt jetzt Frontline gegen Frontline. Der Ansturmbonus wird, meine ich, hier durch die Schreckenssperre natürlich negiert. Aber das sollten wir dennoch schaffen. Da bin ich mir sicher, dass die Einheiten hier irgendwann halt durchkommen werden. Sobald wir hier in irgendeiner Flanke durchkommen, wie zum Beispiel hier, könnten wir es versuchen durchzubrechen. Wenn wir sagen, die Chaosbrut, die soll hier weiter durch. Ja. Und dann dürfen wir nämlich anfangen, den Feind zu flankieren. Ja, wenn die Chaosbrut sich nämlich hier einmal positionieren dürfte, dann könnten wir nämlich von hinten hineinfallen. Und von hinten tut nämlich dann weh, wenn sie nicht gerade hinten blocken. Wollen wir denn den Held? Ich muss mal gucken, wo gerade der Held ist. Den erkenne ich gerade nicht auf der Karte. Ach doch, da ist er. Mit Schwert und Schild. Der Sieg ist schon nah. Wie es sich gehört, Verluste haben wir immer. Ich meine, darüber mache ich mir keinen Kopf. Aber es sieht doch gut aus. Immerhin haben wir ein paar Speere dabei. Ja, ja, lasse ruhig müde sein. Das ist kein Problem. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Der Kommandant will auch schon fliehen. Und jetzt einfach nur umkreisen. Euch habe ich auch noch nicht gesehen. Pistoliere der Ogre, Mann. Das ist ja... Jawohl, mit dem Schnauzbart. Schön. Haben sie gut gemacht. Da braucht man noch nicht mehr irgendeinen Zauber. Ja, dann zieht euch mal zurück, wenn das so ein Madness ist für euch. Ja, ja. Ja, sieht gut aus.
Eine Einheit wurde ausgelöscht. Mal wieder. Wird uns des Öfteren passieren. Aber Sieg ist Sieg.